Mann zum anderen nach Katsusa. Nein, geht sich nicht aus. Er zeigt auf halber Strecke und kackt erstmal auf die Straße. Ich bin mir und hab keinen Verschleiß. Aber erst auf die Straße kacken, ne? Ja. Ja. Yeah. Kann ich noch wo was? Oh, ich kann mittlerweile die Straßen aufmotzen. Geil. Könnte ich auch, aber. Naja. Ich mache es, weil ich genau weiß, dass ich die früher oder später brauche. Ja, das sowieso. Allein weil es auch mehr Knete gibt. Ja, auch. Der Töt. Ja, ich weiß, die Naginata-Samurai sind schön. Ja! Ich merke gerade, wir sind gerade ein bisschen übermotiviert für das Ganze. Irgendwas stimmt nicht. Inwiefern übermotiviert? Keine Ahnung. Weil ich schon. LOL! LOL! Ich habe jetzt einmal die Einsicht bekommen, Besteuerung der hier Beherrschung der Künste plus 100% und einmal allgemein plus 50%. Das heißt, ich mache gerade die Beherrschung der Künste plus 150%. Das ist hart, so viel hatte ich auch noch nie. So, ein General brauche ich und die Naginatas. Der General? Le General! Ich kann kein Französisch und ich bin stolz drauf. Ja, besser ist es, Französisch ist eine Scheißsprache. Ja, sehr froh. Naja, aber okay, aber mit Italienisch bist du auch nicht besser dran. Ja, damit hast du mich aber mehr zusammenzulegen als ich. Was soll das jetzt heißen? Ja, du bist doch an der Grenze zu Italien. Nein! Ja, es grenzt an uns dran, aber wow! Nobody cares! Jeder hasst Italien! Ja. Give back Südtirol. Machen sie eh nicht. Nein, weil das... Provinz ist mit dem meisten Geld bei denen. War es nicht Venedig? Nicht mehr. Also der Norden Italien. LOL! Oh nein, was wollen die? Die haben mir den Krieg erklärt. LOL! Die haben mir den Krieg erklärt, haben eine Armee mit 3 Ashigaros an der Grenze stehen und wollen damit einmarschieren oder was? Naja, probieren kann man es ja mal. Ich meine, auf Skala von 1 bis Russland im Winter angreifen, wie schlecht war die Idee wohl? Minus 5. Nein, du hast das böse Wort gesagt. Jude? Ein Minus. Oh, so. Bruder wird erwachsen. Ja! Jetzt habe ich schon einen neuen General, der den dann in den Arsch ficken kann. Was? Was? Ich will nicht sagen, dass du ekelhaft bist, aber das war gerade sehr verstörend. Irgendwer muss das Niveau ja bei dem LP generell mit einem Kanal runterziehen. Ja, aber ich so unter uns. Bist du sicher, dass du nicht katholisch bist? Gott sei Dank nicht, Mann. Ich glaube, ich würde mich umbringen. Ja, das würde ich auch tun zur Not. Ja, by the way, ich bin protestantisch und Leo ist gar nicht mehr bei der Kirche dabei. Ich war aber früher auch protestantisch. Ja, du warst protestantisch. Was immer noch geil ist, ich wohne in Österreich und bin protestantisch, ja? What the fuck? Das habe ich ein paar Mal öfter erwähnt, dass ich es ziemlich seltsam fand. Oh, ja. guck mal, wer da einem im Wald sitzt und Kinder vergewaltigen möchte. Mama! Du sagst, ich bin abartig! Wo kackt er bei dir jemand im Wald? Er kackt nicht im Wald, er sucht nach kleinen Kindern. Ich dachte, deine Provinzen sind noch gar nicht katholisch. Nee, sind's auch nicht, aber in einer sind die Ikuikis, was er machen. Was er machen. I see, zwinker, zwinker. So, ich kann meinen Bruder nicht auf den Amtsposten setzen. Ohne Scheiß. Ich frag mich nicht, wie ich auf diesen Spruch gekommen bin, aber er muss irgendwie einfach raus. Oh, mein Handelsabkommen mit den Ikuikis wurde gebrochen. Nein, wirklich. Wenn wir schon bei Nivolus sind. Ja, bitte. Wie sieht das Bett eines katholischen Priesters aus? Das weiß doch jedes Kind. Das ist der Mies. Und jetzt ist Schluss damit. Ja, besser ist es. Ich baue mal die Straßen aus. In einer Runde ist meine Armee in Echu da, dann kann ich Ikuikis in den Arsch treten. Gesundheit. Ja. Wow, hier ist gerade am Schütten draußen. Da geht ein bisschen Wind. Na, solange es ein bisschen Wind ist. Ja. Oh, hab ich nicht schon ein Kanalschiff für die nächste Flotte? Ich hab schon wieder meinen Ninja vergessen. Ninja! Ja, keine Ahnung, wie viele Schiffe du hast, ich kann leider nicht zählen. Ich nehme mal 3 Handelsschiffe mit. Für den nächsten Handelsposten. Okay. Ach, da oben bin ich zu weit weg vom Festland. Ja, ist seid ihr lustig hier, Leute. Ich bin nicht weit weg von der Insel.
Ist ja nicht so, dass ich. Ist gerade. Was ist ja nicht so, dass ich jetzt nach Vladivostok will? Warum nicht nach Murmansk? Das ist ein bisschen weiter weg, meinst du nicht? Dann muss ich ja das gesamte Eismeer fahren. Ja und? Ach so. So weit ist das auch nicht, wie du wieder tust. Tuten tun. Friedensvertrag mit Satomi. Lass mich kurz drüber nachdenken. Ja. Nein. Wie jetzt? Wer hätte es gedacht? Lol, da kommt einer aus dem Wald. Ich sag doch, der kommt aus dem Wald. Willst du selber Ich hatte machen? gerade. Ja gut, dann mache ich selber. Weil du hast ja nur deine hier Samurai-Gefolge gegen Oh. Yaris. Ui. Die Das Hel wird lustig. nebenbei, die Hälfte der Yaris, die werden schon beim Hochklettern der Welle sterben. Ja, das muss ich jetzt machen, einfach damit ich sicher. Aber wo, what the fuck, wo kommst du? Warum waren die da die erste Linie drin? Weil sie mit Kindern gespielt haben. 160. 160, ja. Jetzt weißt du, warum im Dorf, was du gerade erobert hast, keine Kinder mehr leben. Oh mein Gott. Du musst Fatal Frame gucken, dann fallen dir auch solche Sprüche ein. Nein! Darf ich mir sicher nicht an. Übrigens, ich kämpfe gegen Nitta Moneyuki. Ja. Mit Kosaka Kagetaka. Kosaka! Und ich weiß, dass du das nie so aussprechen wirst, deswegen mache ich das recht so. Kosaka Kagetaka? Ja, und mir fällt gerade auf, obwohl ich das ganze Wochenende schon Japan hatte, habe ich jetzt schon wieder Japan. Hast du noch gar nicht erzählt, warum du am Wochenende Japan hattest? Ja, weil ich war auf der Nipponation in Wien. Ja, ich Yay! nicht. Ja, du nicht. Ich habe dich auch nicht eingeladen. Dich will ich da auch nicht haben. Nö. Ich weiß, du würdest eh nie kommen, also. Warum nicht? Keine Ahnung, weil es ein bisschen weit wäre. Boah, geht doch, oder? Ich meine, vom Rheinland nach Wien runter geht, ne? Ja, wie viele Kilometer sind das? Bestimmt 1000. Ja, wohl nicht 1000, sagen wir Nein. mal, obwohl, ne? Ich würde Ah, sagen 800 800? bestimmt. Ja, 800. Ich würde schon sagen 800. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Fahrt, die ich da hinter mir hätte. Ja, und deswegen werde ich dich wahrscheinlich nicht so schnell besuchen kommen, beziehungsweise umgekehrt. Da wäre ich mir nicht so sicher. Das wollte ich auch gerade sagen. Und dann nächste Woche sitze ich im Zug und fahre zu dir. Du kennst mein krankes Hirn noch nicht. Was? Du kennst. Ja, doch, das kenne ich. Das erinnert mich an das Pokémon-LP von damals. Wir werden demnächst damit anfangen. Wir fangen in einer halben Stunde an, oder? Oh ja. Wie Ah, gut fertig wurde es nie. wo du gerade Pokémon erwähnst, du musst übrigens noch. Nein, nein. Da bist du jetzt selber schuld an dieser Ansage. Ich wollte gerade sagen, und fertig wurde es nie und es wird es auch nie. Doch, irgendwann wird's fertig werden. Ja. Genauso wie irgendwann Weltfrieden herrschen wird. Ja, wenn alle tot sind. Oder Katholiken keine Kinder mehr hassen. Lieben. Was ich Was? meine? Unser General ist in ernster Oh, da, jetzt Gefahr, gibt's mein ein Lord. Gemetzel. Ja, ich lasse das mit mehr Speed ablaufen, weil fuck you. Hab Oh ich. nein, meine Einheit siegt leicht. Oh na. Ja, Massaker! Ach, Massaker. Leute, Oh, Zeti, oh, Leute, oh, Zeti. oh, oh. Was denn? Oh. Ups. Ups. Hast du Kinderschänder getötet? Ja! Das lobe ich mir. Du musst mit deinem buddhistischen Mönchen denen zeigen, wie man richtig Kinder behandelt. Mit dem Ja. Stock! Das hast jetzt du gesagt. Ich glaube, du bist der politisch inkorrekteste Part, den wir je hatten. Ja, es fing an, weil ich eskaliert bin. Ja, ausnahmsweise bin nicht ich schuld. Ich wollte gerade sagen. Oh boy. Oh, warte auf Spieler, was ist los? Ich weiß nicht, es lädt gerade ein bisschen. Ah, okay. Ja, können wir die schöne Musik genießen. Wundere ich mich gerade, warum es so lange lädt. Keine Ahnung, was das Spiel hat. Seh fertig. Was? Die leben noch? Ach. Ja, jetzt kackt ihr erstmal ins Feld rein. Soll er ruhig da unten hocken. Ja. Alles ist, was er hat. Ich weiß auch, warum wir jetzt auf die Stadt gegangen sind, nicht auf Katsasusa. Katsusa, Auf Entschuldigung. Katsusa. Entschuldigung. Ich weiß, du hasst mich dafür, dass. Warum ist die Armee von den Chimären nicht bei Ort? Egal. Die haben das doch schon geplündert. Jetzt wollten die das nächste plündern. Noch neun. Nein, ich sag's jetzt nicht. Ich wahre mein Niveau. Was? Ach, Noch das nicht. meinst du? Das, was wir nicht besitzen, da. Ah.
Habe ich da gerade Auschwitz gehört? Nein, was? Ich wollte gerade sagen, ich habe zwar Kriegermönche, aber ich bin nicht katholisch. Also, du darfst meine Religion nicht anprangern. Die ist friedlich, die ist was anderes. Doch, die darf ich anprangern, weil ich's kann. Na, ich bete den hier, den Dämonenrachen Grima an. Nicht Peter Hausen. Nein, das willst du auch nur kennen, wenn du Fire Emblem spielst, aber naja. Werde ich auch nie. Schade eigentlich, ein schönes Spiel. Apropos, das erinnert mich gerade was. Bei der Nippon Nation gab es ja den Cosplay Contest, ja? Ja. Und da hat einer aus der Slowakei gewonnen, den zweiten Platz. Weißt du, was sie gewonnen hat? Sag an. Ein zweimonatiges Fitnessstudio-Abo in Österreich. Ich meine, okay, sie kriegt jetzt eh was anderes, weil sie das nicht wusste, dass es so kommen würde, aber trotzdem, so der Gesichtsausdruck bei ihr. Du bekommst ein zweimonatiges Fitnessstudio-Abo in Österreich. Wait, du kriegst was anderes. Das ist schon ein schöner Treu, oder? Nein, das war ja nicht mit Absicht so, sondern es war so festgelegt, dass sie wusste nicht, dass jemand extra von der Slowakei kommt und da mitmacht. Ja, schade, anscheinend doch. Anscheinend doch, ja. Lektion gelernt. Ja, so. So, noch eine Runde, dann kann ich loslegen. Oh, dann machst du auch mal was. Den Spruch verbiete ich mir jetzt aber. Okay. Ist ja nicht so, dass ich nichts tun würde. Rumsitzen, Aufschlitz. Was? Und nebenbei was trinken. 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 Wo war das nochmal? Ach, Raumschiff GameStar. Ach ja, genau, genauso wie wir brauchen mehr Tempo. Ja. Der war gut. Mehr Tempo, wenn ich bitten darf. Kommt mit erstmal Taschentücher an. Ja, wir haben ihn in die Waffenkammer gesperrt. Was? Genau, in die Waffenkammer. Raumschiff GameStar war köstlich. Generell die Redaktion, da fand ich ja die Stalker-Folge noch so gut. Oh ja. Du Trost meiner Wurst mit Sklaverei und Tod? Das war herrlich. Ich will nicht sagen, dass du hier einfache Konflikte hast, ne? Weißt du, was das nennt? Ja. Blitzkrieg. Ah, ja. Der japanische Blitzkrieg. Ein Schlitzkrieg. Ah. Meine Männer sind so kawaii, die überwältigen jeden. Ich merke das schon. Ah, du weißt schon, dass du mich da in den komischen Schatten übrig lässt, weil jetzt neun Provinzen hast und nicht immer noch nur drei. Und mit dem muss ich mich abgeben, Leute? Der mich beleidigt? Ja, schon irgendwie. Echt? Ich bekomme nicht so viel Geld wie du. Ich kann mir das nicht alles leisten. Mach jetzt 3.100 pro Runde. Ja, schön, 800. Ich sehe jetzt schon wieder kommen, dass du mich anschnorst. Das Problem dabei ist, es funktioniert. Lange. Irgendwann werde ich meine Schulden zurückfordern, also deine Schulden zurückfordern. Die Takeda ist pay regards. Ja, die sind nicht umsonst rot. Oh, wieder ein Klartestern, hätte das gedacht. Hoppla! Hoppla! Na, ich will sein Ninja losschicken. So, habe ich überall meine Verwaltung scheiße gemacht. Kann ich noch wo Straßen aufmotzen? Ja. Oh, ich sehe gerade, wenn ich Kaga erobere, dann habe ich Dead End erreicht. Inwiefern Dead End? Weil Aizen von den Takeodas besetzt ist. Ah, ich habe jetzt Kunsthandwerk als Handelsgut. Das heißt, du wirst jetzt auch mehr Geld kriegen, dank mir. Wenn der Runde beendet ist, kann ich es gucken. Oh ja, okay, dann hat's doch nicht irgendwie. So, die Kunst haben wir erforscht. Das heißt, wir gehen jetzt rüber nach Himmel und Erde. Das doch gar nicht. Na? Schon zur Hälfte durch. Oh, plus zwei Nahkampfangriff für alle Einheiten. Oh. Habe ich gerade bekommen. Vent. Ja. Fuck you. Hehehe. Aber du wirst es eh brauchen gegen die Iko-Iki Schweinepiki. Schweinepiki? Ja. Wir begeben uns jetzt auf kindliches Niveau. Na, ich will aber nicht, ich will mich auf Gronkh-Niveau begeben. Was? Du willst kein Minecraft-RP mit mir machen? Oh. Ich hab's immer gewusst. I knew it! Wirst du eines Tages welche dazu bringen, dass wir sowas machen? Oder so scheiße? Ja. Also Gronkh-Niveau. Ja. Und irgendwann mal bei Part 1500 frage ich dich dann, macht das noch Sinn, was wir hier tun?
Lebst du eigentlich noch? Ich hab dich seit 240 mehr reden hören. Und du siehst sofort schon, wie ich vor dem Rechner eingegangen bin und nur so ein Skelett da hängt. Vielleicht kann weiter LP. Ja, mal gucken. Ah, ich habe noch 14% Ikuikis Religion in meiner Provinz. Es wird weniger. Was sind das da für welche? Dati. Ach, die Dates haben Krieg mit den Mogamis. Ich bin mit der Obenwurst. Mir ziemlich auch. Haben die irgendwie Provinzen getauscht? War nicht vorher die Dati rechts oben und rot links unten da bei den vier? Ja. Wow, sind die gut. Ja, hallo? Um die darfst du dich dann kümmern. Wie freundlich von dir. Ich bin gerade mit den Ikuikis beschäftigt. Ja, damit du auch mal Provinzen kriegst. Aha. Tust hier so, als ob ich den ganzen Part nichts getan hätte. Warte. Oh. Ups. Ups. Ich überlege gerade, sollte ich den Ashina noch auf den Sack? Ich glaube, ich hau den auch noch auf den Sack. Aber erst, wenn der Winter vorbei ist. Winter is coming. Du weißt doch, der Winter dauert 2 Jahre. 5 Jahre. Oder es wird ein langer Winter. Ja, dann dauert er 18 Jahre. Good luck, have fun dabei. Wie lange ging nochmal der erste Winter da? Der ganz lange? Frag nicht mich. Ein ganzes Zeitalter meinten die irgendwie, also 100 Jahre? Wollte ich gar nicht. Muss dir mal vorstellen, 100 Jahre Winter. Also ich werde es feiern. Die Nahrung her. Ich wäre auch froh, aber mein PC auch. Ich überlege gerade, wo kommt die Nahrung her? Die Ich weiß Fuchsen? nicht, ist ja nicht so, dass da auch ein paar Tiere im Winter leben, ne? Ja, irgendwann sind die auch leer. Wo kriegen die Ja. die Nahrung her? Die graben sich ein Loch in den Schnee und fressen ihre eigene Scheiße. Warum eskalierst du heute so? Was ist los mit dir? Ich weiß nicht, heute ist Montag. Heute ist Montag. Das erklärt alles. Genauso wie du am Donnerstag ständig nur vom Fappen redest. Ja, weil Donnerstag Fab Day ist. Und darauf hast du mich gebracht. Nein, das kommt woanders her. Ja, aber du hast es eskalieren lassen bei mir. Schieb's auf mich! Du weißt doch, die Da Schuld bin ich immer schuld. bei anderen suchen. Okay, ich muss zugeben, da bin ich wirklich dran schuld. Ich Das bin an ist. viel Blödsinn auf deinem Kanal schuld. Ich meine, man merkt auch, wie stark ich auf dich abfärbe, großteils. Ich sage nur Remove Killer. Warum hat er schon Kriegermönche? Fick dich. Soll ich automatisch Oh, das machen? Standbild. Ah, jetzt. Soll ich automatisch machen? Pff, mir doch egal, ich sehe leider nicht, wie viele Ich Leute mach's ich kriege. automatisch. Ich bin ja Okay. ziemlich überlegen. Dann verkackst du. Nein. Wenn das Standbild aufhören würde. Ja, ich habe auch gerade. Der braucht so lange zum Berechnen. Ich weiß echt nicht gerade, woran es liegt. Also, wenn du es auch hast, dann kein Dunst. Stellen wir auf Standbild. Also hin und wieder tut sich was, dann bin ich auf dem Bild. Ah, jetzt hat's geschafft. Ich weiß nicht, was er hat. Oh mein Gott, meine Verluste sind so unglaublich hoch. Wow, ganze 112 Mann. Was so viel shameful Display. Oh, mein Clanruhm wurde bemerkt. Willkommen im Club. Ich bin auf einen Clan getroffen, auf den Takaokas. Jetzt läuft's wieder flüssig. Keine Ahnung, was es handelt. Ah! Die haben einen Yodo-Shinshu-Tempel vernichten! Was für ein Ninja-Tempel? Der Yodo-Shinshu-Tempel. Sofort vernichten den Scheiß. Alter, das ist ketzerische Religion. Ja. Da hat er eine Reichweite. Ja. Meine Handelsschiffe. Oh, da ist eine Ikuiki-Armee. Was ist die? Oh, die ist ein bisschen groß. Wahrscheinlich eh nur Ashigaru-Scheiße. Oder vielleicht Mönche. Ich glaube, du bist damit fertig mit dem, was du hast. Ja, das ist schon ziemlich gut, was ich da habe. Da ihm kann halt nichts ankommen. Geh ich halt ins Knie ficken. Also heute hast du es echt. Wenn du, das ist aber immer so mit dir. Wenn du einmal die Schwelle überschritten hast, dann eskaliert es einfach. Ja, wollte gerade sagen, da bin ich im Dauer-Negativzustand, ne? Das ist dann
Negativzustand. Ich feier das. Aber ich weiß nicht, was deine Fans dazu sagen, wenn du ständig am Fluchen bist. Die kennen das eigentlich nur von mir. Ich wollte gerade sagen, ich fluche generell selten. Ja, und wenn einer flucht in deinen LPs, dann wird's eigentlich eh ich. Ja, aber auch nur, weil ich Scheiße gebaut habe und nicht du. Was? Ich beleidige generell alles, also.